Ein herzliches Willkommen zu Anstoß, die Warm-up-Show anlässlich unseres Europapokalspiels gegen Manchester City. Wir wollen euch natürlich heute wieder etwas einstimmen auf die so wichtige Partie. Und besondere Spiele erfordern besondere Gäste. Ihr habt es schon gesehen, neben mir ist ein Mann, der ist jetzt nicht so oft in den letzten Jahren hier im Stadion gewesen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Stefan Schappi-Sör. Hallo. Danke, danke. Schappi, wann warst du eigentlich zum letzten Mal hier im Stadion? Also beim Spiel ist schon lange her, ich glaube 7, 8 Jahre. Aber ich habe ja ein Spiel gemacht mit den Legenden. Genau. Das erste. Und das war das letzte Mal, da ich da war, wollte 2020 kommen, aber leider ja, war es nicht mehr möglich. Nein, dann muss ich mich heute Abend noch ein bisschen drum kümmern und dass wir dich öfter verpflichten. Und natürlich bei mir, mein Lieblings-Danny, der ist wieder neben mir. Wir werden durch die Show führen. Danny, was haben wir denn heute so alles in der Sendung? Ja, Nobby, wir haben natürlich, wie sich das gehört, gleich ganz frisch die Mannschaftsaufstellung. Auf die wartet ihr natürlich alle. Wir haben einen kleinen Fokus auf Jude Bellingham und nachher noch Sebastian Kehl. Unten bei unserem Field-Reporter Martin. Und wie ihr das gewohnt seid, könnt ihr, die Fans, diese Sendung auch selbst aktiv mitgestalten. Schreibt eure Fragen in die Kommentare, die ihr an das Spiel, an Schappi habt. Und wir gehen dann im Laufe der Sendung einmal drauf ein. Und für die Jüngeren von euch, die mit dem Herren ganz links von mir jetzt noch nicht ganz so viel an... eventuell welche Nein. geben... 8 Jahre hat Stefan Schappi-Sör das Trikot vom BVB getragen, 1991 bis 1999. Zweimal deutscher Meister, Champions League-Sieger 97. Insgesamt 123 Tore für Schwarz-Gelb. 7 davon in der Champions League und die 5 zu Hause, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Da waren nämlich richtig Sehenswerte dabei. Hier sein erstes Freistoß 96-97 gegen Steaua Bukarest. Doppelpack hier. Wunderbar in die lange Ecke. Da ist er, mein Schappi. Auf dem Weg zum Titel. Und dann ein Jahr später, 97-98, wieder ein Doppelpack hier zu Hause gegen Sparta Prag. Erst zum 2-0 und dann hier zum 4-0. Und dann erinnern wir uns alle gerne. Viertelfinal-Rückspiel gegen die Bayern. 109. Minute. 1-0, Schappi. Einzug ins Halbfinale. Danny, ich sage einfach nur Danke. Gerne. Danke für diese wunderschönen Tore von unserem Freund Schappi. Schappi, wie präsent sind dir die Szenen, die du gerade gesehen hast, und wie wichtig sind dir schöne Tore? Ja, natürlich präsent. Hab ich sie schon immer wieder im Kopf gehabt, aber lange nicht mehr gesehen. Es ist immer eine Freude. Und ja, das, wenn ich hier bin, natürlich kommen viele Erinnerungen hoch. Immer schön hier zu sein. Leider bin ich ja nicht so oft hier. Ja, da arbeiten wir ja dran. Das Schöne ist, bei dir sind es ja schon bunte Bilder, bei mir waren es noch schwarz-weiß. Nein, ja, Spaß beiseite. bevor wir jetzt noch länger in alten Erinnerungen schwelgen, was machst du? Ich bin bei Young Boys Bern, fast die gleichen Farben, nur gelb-schwarz tätig. Ich bin verantwortlich für die neuen Spieler. Und trainiere noch ein bisschen die Offensiven, die Jungen. Okay. Und habe eigentlich sehr viel zu tun. Also, fit bist du noch? Klappt noch alles? Ja, es geht noch. Ich spiele auch noch mit Young Boys. Wir haben so ein Legend-Team. Ja, immer weniger, aber ich probiere noch zu spielen. Leider war ich ein paar Mal verletzt diese Saison. Ja, oh, das ist nicht gut. Nein. Das Wichtigste, Entschuldigung. Er ist ja auch sehr bescheiden. Man muss ja dazu sagen, Young Boys Bern, wer es nicht weiß, in den letzten 5 Jahren 4-mal Meister geworden und vor allem die letzten 4 Torschützenkönige in der Liga kamen alle von den Young Boys Bern. Zuletzt auch Jordan Sibaciu, jetzt bei Union Berlin. So, ich jetzt die Frage, wenn er die 9 Spieler holt, hast du da als ehemaliger Stürmer noch ein besseres Auge für den Knipser? Ja, ich denke, das fällt mir sicher leichter, einen Stürmer zu verpflichten als einen linken Verteidiger. Aber ja, man lernt und es ist sicher für mich schöner, einen Offensivspieler zu verpflichten. Wir probieren auch die Defensivspieler selber von der Jugend oder Schweizer zu nehmen. Und ja, meine Arbeit ist mehr für die Offensivspieler zu finden, weil wir in der Schweiz nicht so viele haben und meistens müssen wir sie vom Ausland holen. Da braucht man ein geschultes Auge wie deins. Jetzt bist du heute wieder in unser Stadion gekommen. Als du gespielt hast, waren die Ecken noch offen, ne?
Ja, genau, ja. Ja, das ist so. Wie ist das, wenn du hier reinkommst? Ja, wunderschön. Das ist, ja, Erinnerung an mein erstes Spiel hier. Ja, es war natürlich speziell für mich, wenn du aus der Schweiz kommst und ja, vielleicht vor 7.000, 8.000 Zuschauer spielst und nachher kommst du hier raus beim Einlaufen, weiß ich noch. Das war gegen Bremen, war natürlich unglaublich, wenn du das siehst. Und ja, und zum Glück hatte ich einen super Start und wir hatten auch eine super Saison, 91, 92. In letzter Sekunde sind wir leider nicht Meister geworden. Aber erinnere ich mich. In Duisburg, ne? In Duisburg, ja, war... War da nicht auch noch ein gewisser Herr Sammer im Spiel? Ja, leider war er im Spiel mit Stuttgart. Obwohl er die rote Karte, glaube ich, geholt hat, hat es für uns leider nicht gereicht. Aber das haben wir natürlich nachgeholt, dann 94, 95. 92 wurde dann die Champions League eingeführt, Mitte der 90er Jahre steckte das zwar alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Wie waren die Europapokalabende hier? War das wie heute? Der BVB-Fan sagt immer, diese Abendspiele beim Flutlicht sind etwas Besonderes. War das damals auch schon so? Ja, ich denke, für jeden Spieler ist es immer speziell, gegen ausländische Mannschaft zu spielen, Gegner, wo man nicht so kennt, und eben die Abendspiele. Also als Spieler habe ich das geliebt und wir hatten auch dann eine super Saison europäisch, 92, hier 93 und ja, viele schöne Momente. Wir haben noch Spiele unglaublich gedreht. Ist klar, es war noch damals anders, war keine Gruppenphase, war noch direkt, du bist ja vielleicht weg, erste Runde. Das ist so. Und jedes Spiel war dann sehr spannend. Denn wir wollen weiter über Torjäger sprechen. Aktuell ist das jetzt bei unserem BVB keiner, der die Rückennummer 9 hat. Nee, kein Neuner, eher ein Achter, der die 22 trägt. Ihr wisst, wen ich meine, Jude Bellingham. 8 Tore bereits in dieser Spielzeit, 4 davon in der Champions League, an jedem Spieltag getroffen. Grund genug für ihn, mal etwas genauer hinzuschauen und ihn zu Wort kommen zu lassen. I want to continue to kind of push the boundaries of my own potential and talent, and I'm around people, like I said, all the time that have that exact same mindset. And when you're in every day around those kind of people, it's natural that you want to feel the same way, and you want to win for yourself, but also for them, because all our dreams are kind of aligned when we play together, and we all want to be on the same page to win trophies, and that's where we have to be if we're going to do it. Pressure's always there in terms of fans, other players, kind of media, coaches, but I feel like pressure comes from expectation, and I think when you are aware of the expectation of yourself, you never really let the pressure get to you too much. I know what level I have to be at to consider it a good game or consider it a bad game, and I'm aware that I have to perform week in, week out to try and help my team win. And that's really all my focus, is just trying to help the team win. I do my bit, but yeah, that's always the focus, so no, not really any pressure. It was surreal before the game, you know, when I was kind of thinking, well, I'm going to captain Borussia Dortmund, you know, one of the biggest teams in Europe. I think that was where it really got to me. But to be fair, as soon as I got out for the warm-up and I got a feel of the ball, the crowd, it's like any other game. I must have played thousands of football games from when I was about 7 years old. And, you know, it didn't really feel much different because, like I said, that aim is always to win the game. And I didn't really think about too much of, oh, I've got the armband on, so I have to behave any kind of way. I just felt, you know, do my game and hopefully we'll win. The Champions League's just been different for me. I think this year I'm playing with a lot more kind of intent in the Champions League, because we went out in the group last year, and to be fair, that was probably one of the most painful things that's happened to me since I started playing football. I've never been that kind of down after a defeat. We lost away in Lisbon to confirm that we were going to be going to the Europa League, and I felt so bad. And I just says to myself and to the team, like, we can't let that happen again. There's no way we can have that feeling again. And this year we're in a better position. And I'd like to think that's because of the contributions that I've made, but that's why I do it, really, because I want to win games and I don't want to feel what I felt last season. Mm-hmm.
Ja, Schappi, ein außergewöhnlicher Fußballer. Ich weiß ja nicht, wie sehr du die Möglichkeit hast, den BVB weiter zu verfolgen. Was sagst du zu Jude Bellingham? Ja, unglaubliche Spieler in diesem Alter, sehr weit. Die Leistungen sind wirklich sehr, sehr stark. Und ich finde auch von der Mentalität, was man von außen sieht, von weit weg, scheint mir ein super Junge. Und der wird natürlich einen großen Weg machen. Da gehen wir alle von aus. Was glaubst du, Schappi, was wird heute gefragt sein? Den defensiven Jude oder den offensiven Jude? Wir wissen ja nicht, wie die Partie heute so läuft. Ja, es ist halt immer schwierig gegen City. Sie sind so ballsicher. Es kommt natürlich auf den Matchplan an, was Dortmund machen will. Aber sicher muss man heute wahrscheinlich viel auch defensiv, aber er hat auch die Qualität, dann mit seinem Umschaltspiel nach vorne zu kommen. Das und hat dann auch in Manchester übrigens sehr, sehr gut funktioniert. Ja, ja, eben. Ich habe das Spiel auch gesehen. Das hat er super gemacht. Er hat auch diese Qualitäten. Es wird sicher Möglichkeit geben. Und er ist einer, wo das sehr gut umsetzen kann. Ich höre gerade, Danny hat Neuigkeiten für uns. Wir haben die Aufstellung. Sehr ganz schön. Frisch, so ein bisschen früher. Wir können sie mal einblenden. Mobby, ist aber eigentlich dein Job, mal durch die Aufstellung zu gehen. Okay, wir bekommen dann, jetzt gleich die Grafik. Wir schauen und dann werde ich direkt mal Schappi fragen. So, da baut sie sich auf. So. Also, Kobel im Tor ist dir bekannt. Ja, ist mir bekannt. Schlotterbeck, Rainer, Hazard, Hummels, Mokoko, Brandt, Bellingham, Can, Süle, Adeyemi auf der Bank, Meier, Unbehauen, Wolf, Modest, Malen, Paslak, Rote, Koulibaly, Papadopoulos. Ja, wie werden, mit welchem System werden wir spielen? Das Danny? Ist jetzt die große Frage, die ich mir auch gerade stelle. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Ja. Das könnte. Also ich würde jetzt mal spontan vermuten, Dreierkette mit Hummels zentral, Schlotterbeck und Süle. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er dann Hazard, der auch schon mal Schienenspieler war, das hat er schon mal bewiesen, dass er dann über die Außen kommt. Also ist jetzt der Einzige, weil die Frage ist ja, wer würde Linksverteidiger spielen? Ja, ja. Und vielleicht gehst du mit Hazard und Adeyemi, um da Tempo zu bekommen auf die Außen. Mokoko spielt vorne, ich glaube, soweit sind wir uns einig. Das ist das Einzige, wo wir jetzt mal sagen, ja, das ist so. Also es ist, ja, wie gesagt, es gibt auch eine Möglichkeit mit Viererkette, Can rechts und Hazard dann links in ungewohnter Rolle. Er kann das spielen. Mal schauen, wird interessant. Ja, sicher, viele Offensivspieler auch auf dem Feld, da wird sicher ein spannendes Spiel. Und vor allem mal Tempo, ne? Reina, Adeyemi, kannst du sicher ja gut gebrauchen gegen die Jungs. Das wird gut. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Naja, also, was unser Trainer und Gregor Kobel gesagt haben, das hören wir uns jetzt mal an. Gestern auf der PK waren die beiden. Wir brauchen wieder die gleiche Überzeugung, wie wir sie dann in Manchester gezeigt haben oder jetzt am Samstag gegen den VfB Stuttgart. Und das ist etwas, was wir konservieren müssen und täglich und dann auch am Spieltag immer abrufen müssen. Am Ende vom Tag versuche ich kein Tor zu kriegen. Wie ich auch schon gesagt habe, es wird natürlich eine Challenge werden. Er hat eine Riesenqualität, aber ich vertraue auf die Jungs vor mir. Wir müssen halt einfach bereit sein, diese Leistung nochmal abzurufen, sie nochmal zu toppen und sie dann bis zum Ende durchzuziehen. Und dann nicht bis zur 78. Minute rauszustechen und Druck auf den Gegner zu machen, sondern halt auch wirklich bis zur 90. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, weil das sind so Spiele, auf die man sich immer freut und die man sich sicher im Kalender markiert. Jetzt haben wir uns bei Manchester eher dazu entschieden, dann häufig am Ball zu bleiben und die Seite zu verlagern, sie dazu zu bringen, auch 118 Kilometer laufen zu müssen, weil wir sehr ballsichere Spieler auf dem Platz hatten. Ja, und jetzt werden wir sehen, wie wir es morgen gestalten, ob wir uns dann eher für die Variation oder die Variante, dass wir den Ball behalten oder ob wir dann schnell in die Tiefe wollen. Wenn wir da den Mix finden, werden wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, morgen das Spiel zu gewinnen. Ja, wir hören es raus. Natürlich großen Respekt vor Manchester haben wir. Das ist ja natürlich auch klar. Vielleicht eine der besten Mannschaften der Welt. Und die Tabellenkonstellation, die ist, finde ich, sehr, sehr interessant. Weil, wenn wir verlieren, klar, aber wenn wir gewinnen auch. Lässt viel, viel Mathematik zu. Da sehen wir jetzt gerade noch den Bus, wie er hier anfährt. Also die Mannschaft ist jetzt kurz vor dem Stadion. Lass uns dann, wenn wir die Bilder gesehen haben, mal ganz kurz auf die Tabelle eben schauen. Lässt halt, wie gesagt, viel, viel Mathematik zu in dieser Gruppe. Klar ist, dass Manchester City weiter ist. Wir sehen das Parallelspiel Sevilla gegen Kopenhagen zur Halbzeit 0:0. Das ist schon eine Live-Tabelle.
würde bei diesem Spielstand bedeuten, wenn es 0-0 bleibt, wir wären schon weiter. Aber auf diese Rechenspiele lassen wir uns gar nicht aber ein. Aber meinem Herz täte das sehr gut. Ja, aber wie gesagt, trotzdem 7 Punkte. Gruppensieg ist auch noch drin. Klar ist, mit einem Sieg sind wir weiter. Matchball Zweiter, den sollten wir jetzt nutzen. Alles andere können wir eh nicht beeinflussen. Vielleicht sind wir halt in 45 Minuten schon schlauer beim anderen Spiel. Aber wie gesagt, auf Rechenspieler, dieses Finale in Kopenhagen sollten wir vermeiden. Danny hat es gesagt, Matchball. Schappi, was erwartest du für ein Spiel heute? Eigentlich ein gutes Spiel. Sicher zwei gute Mannschaften. Und ja, ich denke, Dortmund hat das in der Hand. Ich denke, es braucht einfach eine Top-Leistung gegen so einen Gegner, um zu punkten. Ich denke, die Mannschaft ist fähig und ich freue mich. Hoffe, ich bringe Glück und dass mindestens ein Punkt du weißt, was das, für Dortmund. Das bedeutet, hier, dass du wiederkommen musst, ne? Ja, das mache ich dann gerne. Ich setze dich direkt unter Druck, Schaff. Ja, Dennis, sind ein paar Fragen reingekommen eigentlich? Ja, ich schaue, also Fragen haben wir auf jeden Fall. Und zwar, was habe ich hier? Schlappo Fantag fragt, wie gefällt dir die Entwicklung von Moukoko in dieser Saison und wie siehst du seine Zukunft im Verein, aber auch mit Blick auf die Nationalmannschaft? Als Stürmer jetzt, Stürmer über Stürmer. Ja, von Linksfuß zu Linksfuß. Ja, ich denke mal, für sein Alter ein unglaublicher Spieler. Sicher nicht so einfach, wenn man so jung debütiert und bis man sag mal, diesen Standplatz hat. Das ist ein langer Weg mit oft leider viel Enttäuschungen. Aber jetzt hat das eigentlich für mich gepackt. Sehr gut gespielt, auch wichtige Tore geschossen. Und ich denke, ja, langsam wird er ein Stammspieler. Dafür braucht es immer Top-Leistungen. Ich finde, er ist es fähig und sicher ein Spieler für die Zukunft. Hat in den letzten 3 Bundesligaspielen hier zu Hause getroffen. Darf er gerne die Serie jetzt hier in der Champions League auch fortsetzen. Danny, vielleicht gehört aber auch für einen sehr erfolgreichen jungen Stürmer dazu, dass man einfach mal negative Erfahrungen macht. Vielleicht mal 3-4 Wochen draußen ist. Das sind auch Dinge, an denen man reift und wo man größer dran wird. Er hat eine völlig andere Körperlichkeit, finde ich. Er ist ein richtiger Mann geworden. Und wie er sich im Zweikampf durchsetzt, da ziehe ich den Hut vor. Könnt ihr am besten bewerten als ehemaliger Stürmer. Gab es bei dir nicht solche negativen Phasen wahrscheinlich? Doch, die ganze Zeit. Also eine Frage habe ich hier noch, weil wir da ganz kurz noch mal jetzt hier noch mal ein bisschen weiter rausblicken. Der Fabi, er schickt Grüße aus Appenzell. Was traust du der Schweiz bei der WM zu? Auch mit Hinsicht, dass wir natürlich mit Kobel einen Schweizer haben, mit Manuel Akanji, einen ehemaligen Borussen hier. Ja, das wird wieder sehr spannend für uns. Erstes Spiel wird schon sehr wichtig gegen Kamerun. Da müssen wir unbedingt punkten, weil nachher gegen Brasilien wird es schwierig. Könnte es schwer werden. Und nachher, ja, für die Schweiz nachher das letzte Spiel gegen Serbien ist immer sehr oft sehr spannende Spiele. Letztes Mal haben wir gewonnen. Sind wir weitergekommen, sie nicht. Und wir müssen probieren, vorher den Sack zu machen und dass wir schon qualifiziert sind. Bist du auch in irgendeiner Funktion in Katar mit dabei oder beim Schweizer Nein, Fernsehen? Nein, ich bleibe schön zu Hause und schaue mich dann die Spiele im Fernseher an. Ja, weil du schlau bist. hier sind jetzt genug Neuner auf der Bühne. Reden wir mal über einen anderen Neuner, über Erling Haaland. Der zerbombt gerade, na vorsichtig Norbert, der schießt jede Menge Tore im Moment in der Premier League. 22 Tore in 15 Spielen. Ich denke, da muss unsere Abwehr heute einfach eine Top-Leistung über 90 Minuten bringen, dass er nicht das Tor trifft, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke mal, Sie kennen natürlich die Laufwege gut von ihm, aber er ist natürlich eine Maschine und sehr schwierig, wenn natürlich er noch mit Klasse-Spielern mitspielt, die den Pass im richtigen Moment durchstecken, dann wird es schwierig für jeden Spieler. Ist klar, die Verteidigung braucht auch gute Defensivarbeit von den anderen, damit sie nicht in Szene setzen können. Aber ist klar, ein unglaublicher Spieler, eine Maschine. So, unsere Jungs kommen, da sehen wir. Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi ist in seiner Welt. Der hört gerade die Egerländer. Glaube ich. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auch eine tolle Neuverpflichtung von Freiburg. Ja, das kenne ich. Nein, also ich sag mal, heute wird sicher gegen so Spieler wie Manchester City mit großer Klasse sehr spannend. Dann brauchst du eine Top-Leistung
und die Aggressivität, dass du die ersten Duelle gewinnst, damit sie nicht in Fahrt kommen. Ja, Danny, wir haben noch ein bisschen gewartet auf Sebastian. Und ich glaube, ich schiele mal runter. Wir können ja mal runter. Er wird langsam noch verkabelt. Sagt mir einfach, gib mir das Zeichen, wenn wir runtergehen. Die Mannschaft ist da. Das heißt, Sebastian Kehl dürfte auch da sein. Und dann gehen wir mal runter an den Spielfeldrand zu unserem Kollegen Martin mit Sebastian Kehl. Ja, das sind die beiden. Hallo. Ton. Na, wir haben gerade ein kleines Problem. Der Ton war noch nicht da. Da wird aber fleißig dran gearbeitet. Und dass BVB TV die besten Techniker hier im Stadion hat, brauche ich sicherlich nicht zu erwähnen. Und wenn wir gleich irgendein Go... Hier wird übrigens nicht geboot, das war für Jude. Da haben wir ihn im Bild. Jude. Also, weiß man ja nie, Jude. Ist eine Mischung aus Buhn, aber es Leben ist alle. Ja, das ist normal. So ja. Ein Spieler hat man gern. Wenn Sie mitbekommen hätten, die Südtribüne, dass du hier stehst, wäre hier auch ein bisschen Rambazamba, Schappi. Das weißt du doch. Also, wir versuchen es nochmal. Ich höre da so ein bisschen was. Das hört sich gut an. Da habe ich gerade was gehört. Wir geben nochmal nach unten und hoffen, dass jetzt die Leitung steht. Sekunde. Ich höre jetzt, Ton haben wir jetzt schon. Jetzt wird an dem Bild noch gearbeitet. Koulibaly. Wir versuchen es nochmal, Sebastian Kehl, unser Sportdirektor. Du kommst gerade von der Mannschaft. Wie erlebst du die Stimmung im Team? Ja, voller Vorfreude. Wir wissen, dass wir heute einen sehr großen Schritt machen können. Mit einem Punkt wären wir eine Runde weiter oder nahezu eine Runde weiter. Aber wir wollen das Spiel gewinnen. Wir wissen, dass wir gegen Manchester in den letzten Spielen immer sehr, sehr gut ausgesehen haben. Kurz davor waren auch die Spiele für uns zu entscheiden. Und ich finde, das gibt heute einen würdigen Rahmen hier. Mit ein paar Rückkehrern aus Dortmund, die jetzt bei Manchester auf der anderen Seite stehen. Aber wir wollen heute ein richtig gutes Spiel machen und ja, die nächste Runde klar machen. Für Manchester geht es natürlich noch um einen Gruppensieg. Die werden also auch nicht abschicken heute. Was erwartest du für ein Spiel heute? Ja, ich glaube, dass sie uns schon sehr, sehr ernst nehmen, natürlich, weil sie wollen heute auch ein gutes Spiel machen und kommen ja auch als Favorit hier an. Aber nochmal, wir spielen zu Hause, es wird eine gute Stimmung sein. Ja, wir wollen ein richtig gutes Spiel machen und den zweiten Matchball sozusagen nach Sevilla heute nutzen. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu unserem Studiogast da oben, Stefan Chapuisat da oben. Ihr habt nicht zusammengespielt. Hättest du gerne mit ihm zusammengespielt? Ja, Stefan war ein großartiger Goalgetter für Borussia Dortmund. Hat hier mit Geschichte geschrieben für diesen Club und schön, dass man immer auch noch so verbunden bleibt. Natürlich spielt man immer gerne mit großartigen Spielern zusammen. Nach ihm sind auch noch ein paar Stürmer gekommen, aber Stefan bleibt hier sicherlich bei den Leuten immer ganz, ganz lange und besonders in Erinnerung. Super, Sebastian, vielen Dank. Und damit gehen wir mal wieder zurück zu euch auf die Plattform. Ja, und Martin oder Sebastian hat natürlich recht. Er ist ein ganz großer, unser Schappi. So, Danny, jetzt haben wir unsere Aufstellung vorgelesen. Jetzt kannst du vielleicht mal so ein ganz klein wenig auf die Aufstellung von Manchester eingehen. Ja, wir haben uns ja gefragt, wie viele Ex-Borussen spielen heute gegen uns. 4 waren möglich, nein, eigentlich nur 3, weil Sergio Gomez ja rot gesperrt ist. Die Antwort, es sind 2. Manuel Akanji sitzt erst auf der Bank, aber Erling Haaland, er stürmt zusammen mit Alvarez und Ilkay Gündogan, das Geburtstagskind von gestern. Gestern haben wir noch gratuliert, heute gibt es keine Geschenke mehr. Er wird Manchester City als Kapitän aufs Feld führen. Ansonsten Ortega im Tor, klar, Stones rechts, Ruben Dias und Ake in der Innenverteidigung. Joao Concelo, auf der Linksverteidigerposition. Ilkay, habe ich gesagt, mit Rodri zusammen auf der 6, rechts Mahrez, links Foden. Ist keine so schlechte Truppe. Nö, aber wussten wir vorher schon. Top-Mannschaft. Nicht überraschend, dass die so gut sind. Ja. Schappi, das war's schon. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns gekommen bist. Ich denke, viele BVB-Fans haben sich sehr gefreut, dich mal wiederzusehen. In blendender Verfassung übrigens. Dankeschön. Also man könnte ihn vielleicht nochmal aufs Feld schicken. Also, das war's. Aber mir gebührt nicht das letzte Wort. Das hat Danny. Nee, also mir gebührt es auch nicht. Also vielen, vielen, doch, vielen doch, Dank. Doch. Ich habe jetzt noch einen kleinen Mutmacher, weil wir haben jetzt schon so ein bisschen so wie Jubiläum, 25 Jahre Champions League Triumph. Vor 10 Jahren, da gab es den bislang einzigen Erfolg gegen Manchester City im Dezember 2012. Du nickst schon, du weißt natürlich Bescheid. Julian Schieber
das goldene Tor zum 1:0. Das schauen wir uns jetzt nochmal so als Mutmacher zum Abschluss an. Damit verabschieden wir uns dann hier von Anstoß, die Warm-Up-Show. Ich sage selber danke, dass ich mit euch beiden heute hier stehen durfte. Alles gut natürlich, weiterhin viel Erfolg natürlich. Dankeschön. Ja, und dann hoffen wir auf ein schönes Spiel heute. Nur wie viel Spaß im Netradio. Lass das Tor ein paar Mal laufen. Dann gewinnen wir vielleicht 3:0. Also, tschüss, macht's gut.